Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte von Thüringen. Wir verkaufen heute ein bisschen Holz. Wir haben noch was zu liegen. Wir verkaufen noch nebenbei unsere Waren aus dem Lager. Aktuell fährt einer ständig und fährt verkauft Raps. Da wird dann noch ein paar Fuhren drin sein, denke ich mal. Ansonsten müssen wir da kurz nachschauen. Schauen wir mal kurz, Raps, ja. Und dann sind noch Sojabohnen zu verkaufen. Den muss noch alles hinfahren. Ansonsten haben wir noch Hafer und Weizen. Ein bisschen Geld können wir gebrauchen. Das ist eine lange Zeit, wo wir eine Durchstrecke haben, außer Holz. Das werden wir gleich verkaufen, so das ist. Wir werden mal nicht betreiben. Dass wir nicht dauernd umfallen. Wie gehört habe ich jetzt eine Hintergrundmusik aktiviert. Direkt von YouTube runtergeladen. Hoffe, dass es da keine Probleme gibt. Wenn doch, dann hört ihr keine Musik, weil dann filtert die Musik irgendwie raus. Aber ich denke mal, dass es wird keine Probleme geben. Das sind dann die ersten 5 Folgen, die ich dann jetzt aufnehmen werde, in der Sprechplatte. Und dann werde ich mal schauen, wenn ihr aus dem Urlaub spätestens mal hochladen, kann ich es auch schon sehen. Da wird es auch schon angezeigt. Aber ich kann es ja jetzt nicht wissen mit aufnehmen. Darum. Das ist eine weitere Stufe der Entwicklung des Kanals. Nennen wir es mal so. Ja, das ist natürlich sau blöd. Mist, vielleicht dazu nur. Ah, das ist ärgerlich. Nur ganz kurz durchschützen. Beziehungsweise. Gehen wir da so durch. Wenn jetzt kein LKW hinten kommt, da hinten ist keiner weg. Vorne auch nicht. Fahren wir hoch, aus Sicherheitsgründen, ne? Ja, das ist weiß ich auch nicht genau. Aber sicherlich, wenn der LKW so voll geladen ist, ist es schwierig. Ne? Uhrzeit. Gesamtuhrzeit ist jetzt 17:25 Uhr. Das war ein Ast. Ich auch nicht abgerund, ne? Normalerweise wird es knacken und knirschen und gefällt das so. Naja, gut. Wenn was im Programm nicht vorgesehen ist, dann ist es nicht vorgesehen. Ne? Dann geht aus dem Baum nicht kaputt. Der auch war ja auch zum Vergleich. Wir können ja auf Stufe 05 gehen. Also schlafen würde ich nicht empfehlen. Das ist eine Zeit, wo ich sage, es ist ein gutes Zug. Wenn ihr die Folgen gesehen habt, damit ihr wissen, da ist. Das klappt so nicht.
Also nachts, wenn düster ist, da wird auch 120 gespult. Wie gesagt, der schafft das gerade so vom Gewicht her. So. Im wahren Leben wäre der LKW kein Schrott. Wollte W drücken. Aber wenn ich gucke, dann gleich drückt. Ups. Nee, war das nicht so klein. Das ist ja echt gemein. Mit einem Balken. Na, bringen wir noch 1 Million zusammen. Ich überlege mir, einen dritten Drescher zu kaufen. Schneidwerk haben wir ja schon. Hat ja bei Arndt nicht gereicht. Der Drescher hat noch ein bisschen Zeit. Ich tendiere eher noch an 2 Sämaschinen zu arbeiten. Damit wir die Aussaat schnell über die Runden kriegen. Oder eine große Giftspritze zu kaufen, die beiden kleinen zu verkaufen. Das weiß ich nicht genau. Weil hier ist ja alles eine Frage der Zeit. So. Das ist gleich aufgeladen, das passt. Dann noch ein bisschen nach vorne aufladen. Könnte zu weit gewesen sein. Ja, gut, okay. Wir nehmen das mal auf und dann nachher, wenn wir das sehen, mal kurz abladen und dann nochmal wieder aufladen. Dass wir richtig viel raufkriegen. Möglichkeit nicht zu hoch. Auf keinen Fall. Ja, das ist ja eigentlich wieder voll, ne? Ja. Hier ein bisschen nach hinten kriegen. Der Wolle haben wir keine. Schafe, das weiß ich noch nicht, wo ich Schafe machen werde. Dann diese eher keine Schafe zu machen. Das ist ja auch komplex, sagen wir so. Da muss man alles machen, ne? Von Füttern bis hin zum regelmäßig versorgen. Wo die Maschinen hätten wir eigentlich dafür? Das wäre ein Risikofall hier, ne? Das wäre richtig mal. Echt überladen, ne? So, geplant ist schon 2 Felder haben schon die Frucht links drin. Und das werde ich entsprechend dann auch auf die anderen beiden. 3 kommen noch. Ja, 3. Ich glaube 5 Felder. Im großen Weg mit Soja anfangen. Im großen Feld normalerweise musst du dabei anpflanzen, was wo es keine Zuckerrüben, ne? Du brauchst ja mindestens 3 oder 4 Maschinen, um das zu ernten. Die sind nicht entsprechend verdorrt.
Oh, die Lufttemperatur plus 2. 10.08 Uhr. Mal schauen, wie die Season so schlägt. Ob das einigermaßen gut läuft. Möglichst keine Abstürze. Das wäre ja ganz schlecht. Aber mal schauen. Mal scheinen wir gut gefahren zu sein. Ja, und halt drauf. Also 27.000 und rund 28.000. Bisschen 80.000 dazu. Und dann hat's der Kauf. Und Millionen dort fast mit Bildern. Wie gesagt, ich brauche noch Maschinen. Und zwar für die Aussaat, damit das schnell verfolgt. Ich habe aktuell dieses Teil. Nett, gut und schön. Das ist nur etwas Breite von 14 Meter. Der hat 15 Meter. Also das Multifrucht, obwohl das hier nicht so gut, man könnte sagen, okay, der kann auch Mais, der kann auch Zuckerrüben, ne? Also das wäre ein Vorteil. Ist zwar nicht realistisch, aber gut. Bin da mal nicht so pinglich sein, ne? Aber von den Dingern theoretisch 4 Stück. 4. Nun habe ich bei den anderen schon keine drin. Das heißt, man müsste die vorher leer machen, bevor ich verkaufe. Das wären 224.000. So, 2 pro Feld. Musste mindestens haben. Das heißt. Ja. Und die haben auch mehr Ladevolumen für Dünger und für Saatgut. Das ist was Gutes. Das ist so Standardmaschine, da geht halt nur in Anführungszeichen. Ne? Aber. Schau mal. Weiter, fast 1 Million. Noch einmal Holz noch kaufen. Dann haben wir die 1 Million da. Maschinen, das wären 5 Stück. Die 1 Million war weg. Ja, und die andere Variante wäre, die anderen beiden verkaufen. Müssen wir aber trotzdem erstmal entladen. Entweder man macht zurzeit, dass man 4 Stück, 4 Felder zur gleichen Zeit macht. Dazu müsste ich die anderen beiden Traktoren umrüsten. Die Metallic-farbenen Traktoren. Ne? Schauen wir mal, ob wir die Reste noch wegkriegen hier. Einmal. Und dann müssen wir erstmal wieder. 8 Meter Stücken sind, dann muss es bei 4 Meter sein ungefähr, wenn das 8 Meter Stücken sind. Wenn. Der eine Balken liegt im Quer. Wir sind über den Stumpen fahren.
Natürlich könnten wir noch ein bisschen Gras machen, aber für Gras sind aktuell keine Maschinen da. Das heißt, die Einnahmen, die da vielleicht kommen würden, würden für Geräte ausgehen. Also die Gras sieht immer aus. Vielleicht kommen noch ein paar Einnahmen, weil da ein bisschen drin war. Möglich, aber das dauert noch ein bisschen. Ah, unser Kutscher. Der hat einen Querast dran, gibt's doch gar nicht. Schön. Ja, einmal fahren wir sowieso nochmal. Das schafft er nicht einmal. Sei dann schiebt ein bisschen nach hinten. Ein bisschen angucken, ob da Luft drin ist. Da ist noch Luft drin. Machen wir kurz aus. Wenn die Bissen richtig liegen, dann gehen wir rein. Und ein Querwagen, der liegt, der jetzt weg ist. Ja. Bisschen besser liegen die ja jetzt. So, was fürs Sägewerk, ne? Letzte Fuhre heute. Wenn man so anschaut, die Wolken. Schön grau, da hinten schon wieder blau. Jo. Tja, die Folge neigt sich auch wieder entgegen, ne? Wahnsinn, wenn es weitergeht. Beide Fahrzeuge reparieren gleich. Dann können wir in der nächsten Folge noch ein paar Bäume pflanzen. Stumpen fräsen. Nicht da oben. Normalerweise, na gut, okay, das ist vielleicht auch nicht möglich, aber normalerweise so ein Balken würde nie darauf liegen bleiben. Eine Million, eine Million, eine Million, eine Million. Ein bisschen geht noch, hat auch noch einen Stamm. So.
Bravo, 1 Million verdient. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. Vielleicht sieht man sich morgen. Ciao, ciao. Bis dann. Genau, auf Wiedersehen.